das allein. Seit 4 Monaten erscheint regelmäßig nach dem Hochladen unserer Videos ein Daumen nach unten. Freut uns aber trotzdem, dass ihr alle unsere Videos ansieht. Braucht ihr aber nicht und könntet somit für sich und uns den Daumen nach unten einsparen. Und los geht das hier. Prost, ihr Säcke! An die Krüge! Zack, zack, zack heißt es, gell? Also noch einmal üben, bitte. Prost, ihr Säcke! Prost! Auf die Weiber! So, was auf uns, die Vanessa singt ein schönes Lied für euch und morgen früh küsst sie euch wach von der Helene Fischer. Wollt ihr die Helene Fischer hören? Wer will die Helene Fischer hören? Wer will die Helene Fischer nicht hören? Wir spielen die Helene Fischer trotzdem für euch. Machen und jetzt ist der Jane wieder dran. Jane, bitte. So, die nächste Runde Bier geht an einen Kegelclub. Die Würfler. 7 Personen sind heute hier. Mein Glückwunsch, bitte komm nach vorne. Jetzt kommt eine Firma. Ein Wolfgang Unternehmen, die heute Morgen hier zum Frühschoppen dabei sind mit 8 Leuten. Das ist super. Eine weitere Gruppe, die ich bisher, muss ich gestehen, auch noch nicht kenne, sitzen ganz hier vorne. Ich habe es auch schon irgendwo gesehen. Vielleicht weiß die Runde hier im Zelt, wer das ist. Die Gemischten. Vielleicht könnt ihr mal selber sagen, wer ihr seid. Wer ist bei euch hier? Die Gemischten, wer ist das denn? Okay. Ich bin die Anja. Okay. Also wir haben festgestellt, wir haben doch jetzt einige auch aus dem Umland. Also herzlich willkommen und beste Grüße, ne, nach Wilshausen. Ihr habt sich soweit bis zur Abholung der Marke. Wir wollten Platz 1 bis 3 bewerten und wir kommen zum Platz 3. Da haben wir uns entschieden für die Jumping Zebras. So, dann kommen wir zum zweiten Preis, beziehungsweise, es ist mal ein bisschen blöd, das zu beurteilen, aber da haben wir die Zeitreise in den Wolfhager Zoo Dark Sport Zockels Fighter hervorgehoben.
dunkelrot gekleidet. Die wünschen es sich. Die sind in Jubelstimmung. Aber ihr habt ja vor zwei Jahren habt ihr von mir einen vor die Kante gekriegt. Ihr habt es diesmal absolut super gemacht. Ihr seid nicht mit einer Bierflasche einfach nur latschend hinter einem Wagen hergelaufen, sondern ihr habt was gemacht. Und ganz ehrlich, tolle Performance, erster Platz, ihr seid's. Bitte die anderen Teilnehmer nicht traurig sein und nicht sauer sein auf uns. Beim nächsten Mal wieder mitmachen. Herzlichen Dank und einen schönen Tag noch hier beim Wolfhager Viehmarkt. Thank you.
So. Lieber Herr Bürgermeister, wo ist er denn, lieber Herr Bürgermeister? Also nein, das haben wir noch nicht auf der Bühne, ne? In Wolfhagen, ein Heiratsantrag. Habt ihr einen riesen Applaus? Ja, wir haben noch... Ja. Und Patrick gibt jetzt eine Zeltrunde aus. Nee, wir haben ja... Moment, du bist so voreilig, weil wir haben hier noch einen auf der Bühne stehen. Der war letztes Jahr auch schon hier. Und nun lauf nicht weg, komm herbei. Nee, ist mir egal, ich rauche nicht, von daher komm hier zu. Weil du hast ja einen Wettbewerb noch nicht durchgeführt, ne? Genau, wir wollen noch einmal jodeln lassen, ne? Der muss noch, wir haben ja hier unseren Berthold an seiner Quetschkommode, ja? Und er hat ein ganz tolles Liedchen für euch. Hier, komm, wir machen noch einen Mama noch, bevor der DJ Thorsten kommt hier, ne? Hannes, wir haben auch die Jodelkönigin von 2017 hier. Ah, wo ist die? Haben wir auch, glaube ich, hier, ne? Aber pass auf, Jungs und Mädels, pass auf, ganz wichtig für euch, ganz wichtig. Also wirklich ganz wichtig. Ich möchte jetzt wirklich mal einen Applaus hören für unseren Festwirt, für den Gerd Beckmann und für sein Service-Team hier in Wolfhagen, ja? Macht aber einen riesen Applaus hören für unseren Festwirt! So, pass auf, ihr könnt alle schunkeln, ne? Der Berthold und der Junior, die fangen jetzt schon mal an mit dem berühmten Kuhstallerlied. Ihr dürft alle mal mitsingen. Wo sind denn die Jodelkandidaten hier, ha? Also auf geht's, alles einhängen, ein Schunkler muss sein, packen wir's! Unser Glasel Wein, bei einem Mahl, und ein Glasel Wein. Und jetzt alle, ja. Jetzt wollen wir euch mal jodeln hören hier und suchen uns natürlich wieder ganz speziell die Kandidaten aus hier. Ja, von den Viehmarktburschen, von dem Viehmarkt, ja. Was ist los hier? Wo ist euer Jodelkandidat? Wo ist er denn? Wir haben einen hier, ja, wo ist denn einer her? Pass auf, ich spring mal runter hier mit meinem Matrosenknie. Ja, erst holen wir uns ein Mädchen, glaube ich. Erst holen wir uns ein Mädchen. Dankeschön! So Leute, das war's jetzt erstmal mit dem Bamberger. Wir machen schnell noch einen Brust in der Gemütlichkeit. Wir sehen uns heute Abend wieder um 20 Uhr. Dankeschön, ihr habt super mitgemacht beim Frühschoppen. Jeder nimmt sein Glas in die Hand. Dreimal die Gläser hoch, laut und deutlich. Bockmas, die Gläser! Die Gläser! Das hier. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Prost, ihr Säcke! Prost, du Säcke! Und hier ist für euch unser DJ Thorsten! Dankeschön, aber liebe Freunde, wir müssen jetzt echt einen ganz riesengroßen Applaus für die Bamberger haben. Denn die haben heute Morgen nur maximal 3 Stunden geschlafen und haben heute den ganzen Frühschoppen lang begleitet und euch richtig in Stimmung gebracht. Können wir mal einen Applaus für die Bamberger haben?